Ein denkwürdiger Tag war die Grundsteinlegung der Köflach-Passage, das Einkaufs-, Dienstleistung- und Verwaltungszentrum der Zukunft. Mit einem Investitionsvolumen von ca. 130 Millionen Schilling ist es für die Lipizzaner Stadt ein Jahrhundertprojekt, welches in die Geschichte der Stadt Köflach eingeht. Liebe Ehrengäste, geschätzte Damen und Herren, der heutige Tag, die Grundsteinlegung für die Köflach-Passage. Mit der Umsetzung der Fernwärme und eines Stadterneuerungsprojektes hat sich die Stadt von einer grauen Industriestadt zu einem der liebens- und lebenswürdigen Städte der Steiermark entwickelt. Was uns bisher gefehlt hat, ist ein Stadtzentrum, das diesen Namen auch verdient. Ein Stadtzentrum, das der Heimat der Weißen Pferde mit jährlich 80.000 Besuchern im Lipizzaner Gestüt würdig ist. Ein Stadtzentrum, das unsere Chancen beim Aufbau des Fremdenverkehrs und der Freizeitwirtschaft als zusätzliche wirtschaftliche Standbeine verbessert. Dieses Projekt ist vielleicht die letzte Chance, den Kaufkraftabfluss in die großen Einkaufszentren zu stoppen oder umzukehren. 7 namhafte Architekten aus ganz Österreich haben in Form eines Wettbewerbes hier ihre Ideen eingebracht. Bei der 4200 Quadratmeter großen verbauten Geschäftsfläche werden in Büro-, Geschäfts- und Ordinationsräumen 30 bis 50 Menschen ihren gesicherten Arbeitsplatz finden. Für die wohlklingende musikalische Umrahmung sorgte die Stadtkapelle Köflach, die mit ihren Darbietungen so manchen Anwesenden erfreute. Durch das dynamische und planerische Konzept von Herrn Architekten-Diplom-Ingenieur Bartl wird ein neues Kommunikationszentrum im Herzen der Stadt geschaffen. Mit großer Sicherheit wird das der Treffpunkt aller Köflacher und Gäste der Lipizzaner.